Die Salzach führt direkt in die Altstadt. Zum Beispiel diese beiden. Servus Veronika und Christian. Ja, ja, schau mal, heißer Style, ne, die Veronika, ha? Also der Günther, glaube ich, hat ein Konzept, klar, ein bisschen schräg, probiert, testet. Glaube ich, ist auch einer, der ein bisschen über den Tellerrand rausschaut. Ja, schau. Lade deine Frau zum Essen ein, bevor es ein anderer tut. Schön. Heute lade ich dich ein. Ja, danke. Geiler Spruch. Das ist eine Weisheit, Leute. Merkt euch das. Stefanie und Wolfgang sind auch schon fast vor Ort. Worauf legt ihr zwei heute Wert? Ich habe mir auf alles achten, so wie bei der Froni gestern auch. Es wird jeder gleich sein, ob jetzt Haubenlokal oder der Günther heute. Ja. Günther ist jetzt auch kein Unbekannter, das darf man sagen. Der ist bekannt dafür, dass er für mehrere Mützchen, Häubchen, Punkte im Gourmio gut ist. Ne? So, sind wir alle da jetzt. Ja, grüß euch. Hallo, grüß euch. Grüß euch. Schauen wir mal, was der Günther heute da uns präsentiert. Ja, sind wir gespannt. Gucken Wein. Erwartet. Sagt schon viel aus. Der Garten ist ja wunderschön. Man hat alter Baumbestand, der in der Innenstadt eher selten schon ist. Die Bäume geben auch Schatten, eine gewisse klimatische Kühle in heißen Sommertagen. Gerade mit dieser runden Bar mitten im Innenhof, wo man natürlich verweilen kann. Ja. Sehr, sehr gemütlich. Dann würde ich sagen, gehen wir rein. Jawohl. Nach euch. Psst, Günther, Sie sind da. Günther, servus. Hallo. Hi, Günther. Grüß euch. Herzlich willkommen bei mir im Restaurant heute. Bitte nehmt Platz, bin gleich bei euch. Andere servieren Essen und Getränke. Wir machen Gastronomie und das zeige ich Ihnen heute. Das beginnt schon bei der Einrichtung. Wow, ha? Sehr schön, coole Deko. Siehst du, das erste Mal das Wort cool gefallen, habe ich auch gesagt. Das kommt gut an. Vor allen Dingen diese hängenden Sprüche da, das Gästebuch. Finde ich tolle gemacht. Idee. Ich sehe es als perfekte Kundenbindung. Es ist ein Tool, was super hier reinpasst zum Konzept und macht nebenbei auch ein schönes Ambiente für Gäste, die das noch gar nicht kennen. All die Weinflaschen aus Vasen, passt perfekt zum Namen, spiegelt sie wieder. Ich finde, dass die Gäste anscheinend sehr gerne trinken, weil wirklich das ganze Lokal mit Weinflaschen dekoriert ist. Naja, es heißt Cook and Wine, ne? Wollen wir uns jetzt einen Tisch suchen und dann können wir uns gemütlich hinsetzen. Schau. Gerne. Das Cook and Wine hält sich seit nunmehr 4 Jahren. Doch überzeugt Günther auch die Konkurrenz. Hallo, meine Lieben. Und mich freut es sehr, damit ihr heute bei mir seid. Und jetzt darf ich euch einmal unsere Speisekarte präsentieren. Wir haben jeden Dienstag einen Speiskartenwechsel. Und jedes Gericht kostet bei uns 10 Euro, dementsprechend kalkuliert, auch von der Größe. Jeder Gast kann sich sein Menü selbst zusammenstellen und so viel ihr auch wollt. Bis hierhin irgendwelche Fragen? Was sagt ihr zum Konzept? Durch das, dass wir ja ganz anders arbeiten, ist es für mich schon interessant, mit 10 Euro zu kalkulieren. So kalkulieren. Beef Tartar, Lachs, Hummer. Also das sind ja alles Grundprodukte, die ja auch einen gewissen Preis haben und am Ende dann für 10 Euro. Also muss man schon schauen, wie man das hinkriegt. Das glaube ich, dass das hier für Veronika ist das jetzt spannend, ne? Die, weißt du, 10? Warte mal, beim Aussprechen. 10? Ich weiß nicht, ob ihr schon gesehen habt, ganz hinten erwähnt er auch, von wo er die Produkte hat. Was mir sehr gut gefallen hat, war auf der letzten Seite, hat Günther wirklich seine regionalen Produzenten, vom Eierbau angefangen, über Geflügelbauer bis hin zum Rindfleisch und Bäcker. Ja, super ist das. Auch seinen Wein kauft Günther bevorzugt von kleinen Winzern. So, die Speisen habt ihr schon gewählt. Ich würde wählen heute das Mousse von Parmesan mit Marille und Basilikum. So, jetzt aber husch, husch, Leute, damit ihr endlich mal anstoßen könnt. Wohl bekomm's. Danke. Zum Wohl. Sehr zum Wohl. Danke. Dann auf einen schönen Abend. Spaß und gutes Essen. Ja, auch ich freue mich auf das, was jetzt folgt. Dann kann der scharfe Günther ja mit den Vorspeisen durchstarten. Hi, Günther. Servus, Günther. Hallo, grüß euch. Was machst du denn da, Schenz? So, jetzt seid ihr bei mir in der Küche. Also wir machen jetzt die Lachsforelle mit dem Fenchel-Mangosalat.
im Safransud buschiert. Und jetzt werde ich mit euch gemeinsam da die wunderbare Lachsforelle filetieren. Ist das Wildfang oder ist das? Nein, ist eine heimische, ganz normale Lachsforelle. Kriege ich von meinem Händler und ist einfach super Qualität. Wir nehmen zum Beispiel keine Lachsforelle hier, weil das einfach ein überzüchteter Fisch ist. Also ich habe Lachsforellen hier im Dorf, da quasi, ne? Bauer zu Brunnen. Da ist nichts überzüchtet. Ne? Das ist, es gibt überall schwarze Schafe. Beim Filetieren tue ich zuerst den Kopf wegschneiden. Ich fange jetzt nicht vom Kopf nach hinten an zu filetieren, sondern ich drehe mir den Fisch und schneide von hinten nach vorne dann. Schneide mit der Gräte. Weil wenn man gegen die Gräte filetiert, kann sein bei den Knorpeln, damit man einmal mit dem Messer rausrutscht und noch ins Fleisch reinkommt. Ich fange da vorne bei der ersten Gräte an und fahre mit dem Messer einmal ganz kurz entlang nur. So, und dann klappen wir uns das so um, machen wir einen langen Schnitt einfach so entlang. Dann haben wir wieder was für einen Fischfond und da geht es jetzt an die Rückengräten. Wer keine Lust auf Filetieren hat, geht einfach mal zu seinem Fischhändler und fragt ihn, ob er das vielleicht für einen erledigt. Die Lachsforelle ist übrigens fettreicher als die normale Forelle. Und nachher kann man da ein schönes Lachsforellen-Tatar machen. Halt. Das tun wir uns auf die Seite, das kommt in einen Fischfond rein nachher. Halt. Ja, da sieht man halt schon, dass der Günther da wirklich ein Perfektionist ist. Der verwendet wirklich 100% wieder vom Fisch. Und da muss man schon sagen, das ist Chapeau. Wie viel Gramm gibst du da pro Portion? 60 bis 70 Gramm. Mhm. Alles drüber hinaus ist natürlich für ihn ein Minusgeschäft. Bei gerade mal 10 Euro pro Teller zählt jedes Gramm. So, dann werden wir mal kontrollieren. Was für eins nehmen wir? Das da. Das da? Ja. Na. No. Schau mal, hoffentlich geht da nichts schief, ne? 62. Ja, gut dabei. Bravo. So, es geht weiter mit dem Sud jetzt. Also wir haben hier uns einen Fond angesetzt, lassen den einfach ziehen, nicht zu stark kochen, dann einfach eine Prise Salz rein, verfeinern mit Safranfäden. Wie viel Safran tust du rein? Weil Safran ist ja im Einkauf sehr, 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 sehr teuer. Das teuerste Gewürz der Welt. Preise zwischen 16.000 und 20.000 Euro fürs Kilo. Reden wir aber immer von 1A-Qualität. Das gibt so Fälscher, nicht nur in der Kunst mit Gemälden, sondern auch bei Safran. Ne? Da werden Blätter, Stängel, den Kokos vermahlen und dann als Safran verkauft. Ne? Ich werde jetzt in ungefähr ein halbes Gramm Safran reingeben. Gibt ihm eine schöne, leichte Bitternote. Einen kleinen Dash Pernod haben wir noch rein. Wenn du nett bist, Steffi, da oben ist der Pernod. Pernod ist ein 40-prozentiger Anis-Schnaps aus Frankreich. Nicht zu viel. Wir nehmen da jetzt das Lachsforellenfilet, legen das rein, einmal kurz aufsieden, dann schalten wir zurück und ungefähr 4 bis 5 Minuten leicht ziehen lassen, damit er trotzdem noch glasig ist. Ja, eine sehr, sehr einfache Zubereitungsart und trotzdem ganz hohes Niveau. Ob die übrigen Vorspeisen auch so niveauvoll daherkommen? Wolfgang kostet das Beef Tartar vom Innviertler Rind. Hier Stefanis Lachsforelle im Safransud mit Fenchel-Mangosalat. Mousse vom Parmesan mit Marille und Basilikum für Veronika. Und Christian wählt das gebratene Hummermedaillon mit Erbsen und Champignon. Das sind super Teller. 10 Euro, Mensch. Mein lieber Günther, ich komme demnächst. Ich esse dir die letzten Haare von deinem Kopf. Ich wünsche dir einen guten Appetit. Mahlzeit. Guten. Wer möchte denn die Kritikrunde einläuten? Also ich habe mir ja den Hummer ausgesucht mit Champignons und Erbsen. Erbsen natürlich frisch, leicht warm. Angezogen, Afila-Kresse, von der Erbsenstaude sozusagen. Afila, genau. Die Kresse, die er da beschreibt, alles richtig, ne? Passt gut zusammen. Der Hummer, ganz leicht angebraten, in Nussbutter, leichte Röstaromen, aber das nicht schwer, nicht buttrig. Und die Champignons, ganz dünn, gehobelt, wirklich im rohen Zustand. Somit saugt der Champignon auch ein bisschen die Flüssigkeit und den Schaum vom Hummer auf und vom Butter. Und es ist dann am Löffel alles zusammen sehr homogen. Also mir schmeckt sehr, sehr, sehr gut. Toll.
Schau, bei Stefanie passt selbst die Vorspeise zum Kleid. Also ich habe die Lachsforelle im Safransud, an Mango-Fenchel-Salat zum Salat. Er ist total knackig und frisch, nicht gebraten. Dieses Knackige vom Fenchel mit dem Weichen von der Mango hat super harmoniert miteinander. Auch der Safran übertüncht das Ganze nicht, obwohl der Günther nicht ganz so wenig Safran reingeben hat in diesen Sud. Der Fisch ist relativ glasig, der ist pochiert worden, eben auch mit dem Pernod. Den schmeckt man ganz fein raus, nicht zu intensiv. Also diese Anisnote ist sehr zurückhaltend, aber doch präsent. Die würde es mir jederzeit wieder bestellen. Genau. Glaube ich, ja. Schaut sehr danach aus. Mhm. Ja, würde ich auch sagen, ne? Besser könnte es für Günther kaum laufen, aber mal abwarten, was noch kommt. So, wie fällt euer Urteil aus? Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Ja, ich habe mir ja das Beef Tartar bestellt mit Wasabi vom Innviertel Rind. Was ich immer schade finde beim Beef Tartar ist, wenn es so durchgekuttet wird. Das müsstest du mal erklären, Wolfgang. Dass eigentlich dann nur noch eine homogene Masse ist. Ich kenne es halt so, dass in der gehobenen Gastronomie das schon mit dem Messer geschnitten wird, weil du einfach eine viel bessere Konsistenz hast. Du hast nicht, das ist dann nicht so ein Brei. Ja, da hat der Wolfgang nicht unrecht. Ne? Das wird schon mit der Hand gehackt, mit dem Messer. Und die Struktur ist eine andere. Das stimmt, es ist mir auch lieber. Also zur Struktur vom Beef Tartar, es wird nicht gekuttert, sondern es wird bei uns durch eine grobe Scheibe gelassen. Mhm. Wenn man was kuttert, ist es dann wie eine Moulinette, wo die Klinge drin rumwurstelt, dann wird es richtig breiig. Der Günther erklärt, dass es nur über die grobe Scheibe eines Fleischwolfes gelassen hat. Also ist auch nochmal ein Unterschied. Weitere Anmerkungen? Bei der Wasabi-Mayonnaise fehlt mir ein bisschen der Wasabi. Es ist so ein bisschen, die Schärfe fehlt mir. Also Wasabi ist ja nichts anderes wie der japanische Meerrettich. Bei der Wasabi-Creme soll nicht zu scharf sein, soll eigentlich die Butter ersetzen. Deswegen soll nicht zu viel Wasabi drinnen sein. Ah, okay. Wir sind bei unseren Geschmackseitelkeiten, weil sonst findet man ja kaum was. Ja, ich habe mir ja heute dieses Mousse von Parmesan bestellt mit Marille und Basilikum. Das Mousse an und für sich war extrem gut, es war leicht, es war super. Wobei ich hatte ein bisschen das Problem mit dem Cracker. Der ist im Gaumen dann sehr bitter gewesen. Er war dann zu lange im Ofen und dann kann es passieren. Bei der Marille muss ich sagen, die Marillen haben heuer eine schwere Zeit, sind nicht so reif. Jetzt ist es ein Säure-Bitter-Geschmack gewesen im Mund. Und das hat leider Gottes diesen Parmesan-Mousse ein bisschen übertünkt. Vielleicht hätte man die ein bisschen dünsten, karamellisieren können. Ich kann leider nur das Produkt verwenden, was jetzt gerade am Markt ist. Wenn ich wirklich jede Woche die Karte dienstags neu schreibe, kann man natürlich schon drauf eingehen. Es gibt sicher Alternativen. Naja, so ein Konzept sieht aber ja vor, dass ich mir in dieser Woche Gedanken mache, was ich nächste Woche machen will. Und wenn ich dann Marillen raufschreibe, kann ich es am Montag kaum noch ändern. Ne? Vielen Dank für eure Kritik. Die Günther natürlich sofort an seinen Koch Bucky weitergibt. So, Bucky, Feedback. Bitte schön. Da, probier. Was habe ich heute in der Früh gesagt? Bitter. Ein bisschen zu bitter im Nachgeschmack. Leider ein bisschen zu bitter. Sonst Feedback war konstruktiv. Ich habe den Parmesan also ein bisschen zu lange im Ofen gelassen. Das war das Problem. Und dann hat er noch zu viel nachgezogen und dadurch ist er bitter geworden. Ich kenne den Günther. Der wird sich jetzt ein bisschen ärgern. Na, Günther? Ich habe sie nicht probiert vorm Servieren. Mein Fehler. Geschmacklich sind sie gut, aber man sieht, sie ist ein bisschen fest, die Marille noch. Halt. Saftig sind sie. Die hätten vielleicht noch ein paar Tage mehr Sonne gebraucht. Halt. Und Vitamine sind Vitamine. Von dem bisschen Kritik lässt sich Günther nicht die Petersilie verhageln. Zurück ans Werk. Hallo. Servus. 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 Hallo. Grüß euch. Das ist dein ja. Hauptgang vorne. Ja, genau. Und zwar das Kalbsfilet bei unserem Metzger. Das Lochen, Kartoffel-Mascarpone-Creme machen wir dazu. Mhm. Dazu haben wir noch eine schöne Eierschwammerl-Sauce, werden wir dazu machen, so leicht cremig. Ach, das ist doch schön, ne? Und die Eierschwammerl, ne? Das sind die Pfifferlinge, die heißen bei uns so. Kennst du den Metzger? Hast du den bewusst ausgesucht? Also der Franzi ist für mich eine Koryphäe vom Handwerk her, die dann zum Beispiel selber schlachten noch Dienstag und Donnerstags und maximum zwei Tiere am Tag noch. Wenn jetzt der Franzi sagt, es gibt kein Kalbsfilet jetzt am Morgen, dann ist für morgen das Gericht aus. Ja. Und so stimmen wir uns beide ab.
Das spricht ja für dein Konzept, dass du wöchentlich die Karte änderst. Genau. Und ich denke auch, so wie Günther denkt, sollten viel mehr denken in unserer Branche. Weil wir reden hier von Lebensmitteln von Qualität, von hoher Qualität. Und dass das nicht in Massen ständig ein ganzes Jahr verfügbar ist, ist, glaube ich, ein bisschen aus dem Augenwinkel vieler Konsumenten verschwunden. Absolut richtig. Eine Bitte an den Einzelhandel, Lebensmittel. Vielleicht mal in den Eingangsbereichen von Gemüse und Obst mal Tafeln aufschreiben oder hinlegen, Januar, Februar, März, und darauf hinweisen, was es eigentlich jetzt in diesem Monat gerade bei uns gibt. Das wäre doch toll und hilfreich. Günthers Kalbsfilet kommt aus dem 60 Kilometer nördlich gelegenen Innviertel. Wir haben da eine schöne Pfeffermischung von drei verschiedenen Pfeffern. Kobebenpfeffer, Deli Cherry Pfeffer und einen bengalischen Langschwanzpfeffer. Langschwanzpfeffer, ja. Wobei, den habe ich gesehen, der ist mal so, ja, und so dünn. Also. Da hat sie aber Spaß, ne, die Veronika. Ne? Bengalischer Langschwanzpfeffer. Ne? Und der ist wirklich genau, wie der Christian beschreibt, ist ein bisschen süßlich, säuerlich und erinnert im Grunde optisch, als wenn du einen kleinen Mini-Tannenzapfen in der Hand hast, der aber nicht bäuchlich ist. Das wäre Fleisch, werden wir jetzt am Grill ganz kurz rechts und links anbraten und geben das noch ins Backrohr. Ganz kurz, nur für 2 Minuten bei 180 oder 200 Grad. Mhm. Und lassen es nachher im Warmhalteschrank 20, 25 Minuten rasten. Toll. Wir haben da nebenbei schon die Kartoffeln für unsere Kartoffelmascarpone-Creme. Du gibst mir die Kartoffeln rein, ich drück sie. Echt abgefahrene Kreationen hier bei Günther. Wie kommt man denn grundsätzlich auf die Idee, dass man ins Kartoffelpüree Mascarpone gibt? Ich war damals Küchenchef in der Schweiz. Und wir haben keine Butter und keine Milch im Haus. Und die nächste Tankstelle oder was auch immer war zu weit entfernt. Und wir haben noch Mascarpone im Kühlhaus gehabt. Milchprodukte, hauen wir das einmal rein. Und seitdem mache ich das immer so. Fettgehalt schlappe 80%. Also, und wir dann nicht einmal. Viel ein. Ja, das ist einmal ein kleiner Teil davon. Ich habe mir gedacht, bitte, wie wird das jetzt schmecken? Ja, bin ich auch gespannt. Ein bisschen heller wie ein Kartoffelpüree, aber schaut sehr sämig aus. Ich bin schon sehr gespannt. Lass dich auf diese Kombination. Pünktlich zum Hauptgang fährt Günther die ganz schweren Geschütze auf. Und jetzt werde ich mir einfach von diesem Wein ein bisschen was reingießen, halt, weil aus der 9-Liter Flasche direkt am Gast tut man sich natürlich sehr, sehr schwer. Halt nach einem. Andere Bastler im Auto haben eine Hebebühne für Autos, ne? Wir haben halt eine Hebebühne für Weinflaschen. Auf den Hauptgang. Gutes Stichwort, da sind sie schon, die Hauptspeisen. Stefanie und Wolfgang kosten jeweils den Rehrücken aus heimischer Jagd. Veronika inspiziert das Innviertler Kalbsfilet an Kartoffelcreme. Und Christian hat Lust auf rotes Thai-Curry-Gemüse mit Limettenkuskus. Für euch ein paar Soßen, das Jus, Zitronengras, für die Frone die Eierschwammerl in dem Fall. Guten Appetit nochmal, haut rein. Schön, das ist der Tipp, den ich ihm gegeben habe. Sehr clever, sehr, sehr clever. Beginnen wir doch bei Stefanis und Wolfgangs Rehrücken. Von dem war Mike ja hin und weg. Liebe Steffi, wir haben ja unseren wunderbaren Rehrücken bekommen. Also ich muss sagen, von der Garstufe her perfekt. Das ist sensationell weich. Ja, bei der Polenta. Sie ist weich, sie ist nicht trocken innen. Schön nochmal kurz angebraten. Spannend, diese Mischung mit dem Zitronengras, diese Süße mit der leichten Säure. Schön. Geschmacklich perfekt abgestimmt mit dem Fleisch. Das Rotkraut-Creme war das erste Mal, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich das erlebt habe, dass das jemand macht. So das Süße und dann eben die Frische von dem Zitronengras. Bumm. Das ist ein Wort, was mir gefällt. Bumm. Macht Christians Couscous-Curry auch Bumm? Scheint jedenfalls zu munden. Für mich sehr interessant, das rote Curry. Verschiedenstes Gemüse, also von Paprika angefangen, gelbe Rübe, Sellerie, Karotte. Ganz interessant auch geröstete Cashewkerne. Ist dezent gewürzt, aber es hat hinterher schon ein bisschen Bums. Also das merkt man schon. Die Schärfe war perfekt. Curry brennt ja nicht nur einmal, sondern mehrmals.
Und beim roten Curry kommt es eher hinterher noch mal richtig am Gaumen. Und das hält auch dann ein bisschen an. Wenn du in den Asia-Shop gehst, kann ich auch jedem mal raten, so diese rote Curry-Paste kaufen. Die ist klasse. Wichtig vorher immer ein bisschen anrösten, gell? Ein bisschen Fett. Dann fängt die so richtig an, das Aroma zu entwickeln. Ne? Und dann Kokosmilch drauf und schon kannst du eigentlich dein eigenes cooles Curry gestalten. Sehr simpel eigentlich. Also ganz interessant ist natürlich die Limettenfilets. Das peppt ein bisschen das Curry, weil es gibt ja nur mit der Säure noch so eine Stärke, so einen Kick. Macht aber das Ganze ein bisschen locker leicht. Also, dass jemand über ein so ein vegetarisches Couscous-Curry so philosophieren kann, möchte ich fast das Curry essen. Lob auf ganzer Linie, aber noch ist die Sache nicht ausgestanden für Günther. Meine lieben Kollegen, wie hat es euch geschmeckt? Sehr gut. Sehr gut. Ja, ich habe das Innviertler Kalbsfilet mit Mascarpone-Kartoffelpüree und natürlich auch mit den wunderbaren Eierschwammeln. Es hat mich sehr überrascht, dass dieser Mascarpone-Kartoffelpüree schmeckt richtig gut. Ist ganz sahnig. Die Mascarpone hat mir eigentlich gar nicht herausgeschmeckt. Sie hat einfach diese cremige Note gegeben. Gibt's nichts, gell? Das Kalbsfilet, das ist auch rosa gebraten. Es lässt sich wunderbar auch schneiden. Es hat eine tolle Marmorierung. Das Fleisch war saftig, hat einen guten Biss gehabt. Also es war alles in allem ein perfekt gebratenes Fleisch. Speziell aber erwähnen möchte ich auch noch den Nachschlag von den wunderbaren Pfifferlingen und dem Schö. Es hat ausgezeichnet geschmeckt. Danke. Siehst du? Und er hat nicht fragen müssen, gar nicht, sofort im Kopf ausgehebelt die Thematik. Mal ein bisschen Wohnen, wenig Soße. Super. Ohne Worte eigentlich. Ohne Worte, mehr gibt es nicht zu sagen. Ich strahle wie ein Kaiser, wie Franz Josef der Erste oder Zweite, keine Ahnung, kenne mich zu wenig aus. Ich hab das doch gesagt. Zweiter Tag und bum, bum, die kochen da wie die Könige alle. Lieber Günther, wir haben nur ein großes Problem. Die 10 Euro. Wie geht sich das aus? Durch das, damit die Gäste länger bei mir verweilen, konsumieren sie mehr Getränke. Und ich habe natürlich ein sehr schönes Mischpublikum. Es gibt welche, die essen, wie wir es früher gehabt haben, ein Risotto für 14 Euro und trinken ein Aperol dazu. Diese Personen geben jetzt 30 Euro fürs Essen aus. Und die Karte ist nicht immer nur Kalbsfilet und Reh, sondern kann auch einmal ein Schweinebauch sein mit einem Kaffiol, Blumenkohl püriert. Also wir wechseln jede Woche immer durch die Karte halt, damit unsere Stammgäste wöchentlich kommen und nicht nur alle 3 Wochen, 4 Wochen oder 6 Wochen haben. Ja, ob da seine Rechnung wirklich so aufgeht, ja, wie er das sieht. Das ist die große Kunst der Mischkalkulation. Ne? Das darf ich jetzt hier auch mal erwähnen. Ne? Weil, wenn wir uns jetzt mal erinnern, vorhin gab es ein Gericht, Parmesanschaum bei der Veronika und ich glaube nicht mal eine ganze Marille. Das Curry mit ein bisschen Wurzelgemüse und alles. Und somit kommt es zu einer Mischkalkulation und dann geht sich das schon aus. Und Cook and Wine, ein paar gute Tropfen dazu, das ist schon clever durchdacht. Jetzt nur nicht eitel werden, die Desserts rufen. So Günther, Dessert steht auch. Was kann ich denn lernen bei dir jetzt? Also wir machen so einen Klassiker, den wir gerade vorbereiten, wie den Schokoladenkuchen mit dem flüssigen Kern. In die Metallschüssel machen wir jetzt 300 Gramm von der Edelbitterschokolade. Das ist wirklich Patisserieware, einfach von der Bitterheit, super schöner Geschmack halt nachher für den Schokoladenkuchen, was richtig schön dunkel wird nachher. Jetzt nicht irgendwie die einfache Milchschokolade nehmen, sondern einfach eine gute Kuvertüre mit einem einigermaßen hohen Kakaoanteil, irgendwie mal zumindest ab 50% und dann mal hoch, das macht das schon aus. Dann machen wir rein Butter, wenn ich dich bitten darf. Einfach dazu, oder? Einfach alles rein, alles rein. Und jetzt tun wir das über dem Wasserbad schmelzen. Also die Schüssel soll nicht im Wasser ankommen oder einen großen Topf nehmen, damit die Schüssel so schwimmt, weil da setzt sich die Kakaobutter vom Kakao ab. Und dann kennt man das, wenn man jetzt eine Torte macht und man macht die Glasur, glänzt super schön, stellt diese Torte in den Kühlschrank rein, holt die Torte raus und sie hat einen Graustich. Nein, er ist natürlich aufgrund seiner Kochkurse, die was er in seinem Lokal auch gibt, natürlich schon sehr raffiniert und er kann das schon perfekt rüberbringen. Das stimmt, absolut. Und voll spannend, finde ich. Geschmolzen ist es. Das können wir jetzt noch so stehen lassen.
Der nächste Schritt ist, damit wir da 9 Eier nehmen, schlagen uns die auf. So, zu den 9 Eiern dazu machen wir jetzt dann Feinkristallzucker. Fahren mit einem Stabmixer rein. Warum machst du das jetzt genau mit so einem Stabmixer? Wenn jetzt Ei mit Zucker nicht schön verquirlt wird oder schön gemixt wird, dann setzt sich der nicht aufgelöste Zucker durch das lange Schlagen eigentlich am Boden ab und wird speckig. Super, ne? Also ich bin jetzt auch gerade so richtig sprachlos, weil ich das schön finde, wie er das macht und wie er es erklärt. Jetzt tun wir da die Masse noch verfeinern. Und zwar nehmen wir da jetzt handelsübliches Universalmehl. Übrigens, das Universalmehl, das ist ja eine Mischung zwischen glatten und griffigem Mehl. Gell? Nur mal so als Info. Griffiges Mehl ist etwas grobkörniger als glattes. So, einen kleinen Tipp habe ich für dich auch, Wolfgang. Auf geht's. Jetzt müssen wir alle aufpassen. Wenn du das deiner Liebsten zu Hause mal nachkochen möchtest, in einem handelsüblichen Backrohr, nimm einfach 200 Grad her Umluft, von der Zeit her 7 bis 8 Minuten und dann auch rausnehmen, eine Minute stehen lassen und dann hast du genau einen gleich perfekten Schokokuchen mit flüssigem Kern. Da freut sich nicht nur die Frau, ich glaube auch die Kinder werden sich freuen über das. Ja. Und Köche machen Frauen glücklich. Das, glaube ich, bezieht eher auf den Spruch, Liebe geht durch den Magen. Ja. Und was ist mit mir? Ich esse das auch gerne. Er ist zwar inflationär geworden, aber halt verdammt lecker. Jetzt richten sich alle Blicke auf Günther und Kellnerin Valerie. Her mit den Desserts. Lasst es euch schmecken. Bis später. Dankeschön. Danke, danke. Der Reihe nach, Veronika und Stefanie gelüstet es beide nach dem Schokoladenkuchen. Wolfgang und Christian bekommen den Pinzgauer Bierkäse mit Rosinen-Kaffeecreme. Da kommen wir auch wieder zum Thema Mischkalkulation. Da würde doch auch mancher vielleicht mal sagen, wie bitte 10 Euro? Und das muss man auch ein bisschen berücksichtigen, auch ein bisschen die Bereitschaft dazu mitbringen. 10 Euro pro Dessert klingt in der Tat üppig, aber wenn's schmeckt, das ist halt jetzt die Frage. Ja, lieber Christian, was sagst du zu unserem Pinzgauer Bierkäse? Also er ist super temperiert, man merkt, er kommt nicht aus der Kühlung. Er hat ihn wirklich ein bisschen rauslassen. Er hat da ein bisschen einen Trüffelhonig, nur einen ganz einen leichten Klecks. Aber natürlich sehr, sehr intensiv, wenn man noch zum Käse dazu ist. Gell? Zu diesem Käse, der sehr mild war, passend. Aber ich kenne einen Bierkäse mit ein bisschen mehr Bums, ehrlich gesagt. Mir fällt ein bisschen der Power. Einmal riecht es auch schon mal, der ja, ums Eck kommt. Er ist sehr mild, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie viele Pinzgauer Bierkäse kennen, aber ich erkläre es kurz. Würde ich heute in meinen Schuhen bei 40 Grad am Großglockner gehen und die Schuhe ausziehen, dann könnte das jetzt jeder riechen. Und das hat mir gefehlt bei diesem Pinzgauer Bierkäse, aber so schmeckt er halt normal. Ich muss diese Erklärung noch mal erweitern, lieber Christian. Das ist aber nur der Fall, wenn die Rinde an dem Käse dran ist. Ne? Und hier ist die Rinde entfernt und deswegen nicht ganz so, der Geruch. Auch Wolfgangs Nase hat sich mehr erhofft. Ja, ich bin ganz deiner Meinung. Ich würde es vielleicht auf einen helleren Teller geben, damit man die Komponenten besser sieht. Das ist jetzt für mich die Portionsgröße für 10 Euro. Ja. Dann stelle ich mir das genau in diesem Größenformat, in dieser Anrichtweise vor. Dann weiß ich ganz genau, ich bestelle mir Pinzgauer Bierkäse um 10 Euro und bekomme so einen Teller und ich bin happy. Ob Veronika und Stefanie auch so happy sind? Wie schaut's aus, die Damen? Also beim Schokotörtchen mit dem flüssigen Kern, wie ihr seht, perfekt auf den Punkt. Flüssiger Kern ist bei dir auch? Ja. Flüssiger Kern? Sehr gut. Wunderschön, hä? Ja. Also was habt ihr da drunter? Kirschen, geben ein bisschen Säure dazu, die Minze, Ribissel, auch ein bisschen Säure. Die Johannisbeere. Okay, nur mal ganz kurz. Wirklich sehr, sehr gut. Ja, ich konnte da nur zustimmen. Wo sie bei mir nur die Frage stellt, ob das Vanilleeis selber gemacht worden ist oder zugekauft. Aber wenn es zugekauft ist, ist es ein super wirklich Produkt. Gut. Also das Vanilleeis ist nicht selbst gemacht. Eine kleine Manufaktur hier, 250 Meter entfernt, macht uns das Vanilleeis. Das finde ich auch super. Wenn man dann ein Eis hat und selber nicht produziert, dann aber mit einer Manufaktur zusammenarbeiten, ganz, ganz toll. Was ich ganz schlimm finde, in den Großmarkt, ins Industriefach greifen und den Schrott kaufen. Ein sehr gutes Gericht, wenn man jetzt wieder von den 10 Euro ausgeht. Perfekt.
Das Cook and Wine hat sich gut geschlagen. Die Salzburger Konkurrenten sind satt, zufrieden und reif für die Rechnung. So, meine Lieben. Christian, dir darf ich die Rechnung geben. Danke, lieber Christian. Und wir haben ja bei uns überall Gästebücher. Ich darf euch bitten, natürlich auch ein Gästebuch auszufüllen. Sehr, sehr gerne. Ich darf euch Danke. Die Idee mit dem Gästebild finde ich eigentlich ziemlich witzig. Toll. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend heute. Freue mich auf morgen. Tschüss. Danke. Ciao, ciao. Ciao. Bis morgen. Okay, wie war das? 10 Euro pro Gericht mal 3 Gänge. Ich sag vorab 120 Euro fürs Essen. Jetzt kenn mich aus, ne? Ja, wir sind gut dabei. 259, also knapp unter 260. Bei den Speisen haben wir richtig kalkuliert. Es sind 120, 30 Euro pro Kopf. Dann bleiben noch für die Getränke 139. Wir haben jetzt 3 Gänge für 30 Euro. Kann man nicht meckern. Aber viel trinken, wir haben nur 5 Euro mehr getrunken als gegessen. Unterm Strich bleibt für mich da zu wenig übrig. Ich sehe das anders. Tolle Gerichte zu Portionsgrößen, wo man 3, 4, 5 Mal zulangen kann. Alles mit 10 Euro kalkuliert. Der große Schlüssel liegt in der Mischkalkulation. Über das ganze Jahr hinweg. Das geht sich aus und funktioniert übrigens hier an dem Standort schon Jahre. Yeah! Wie geht's unserem Gastgeber nach getaner Arbeit? Ich bin sehr erleichtert, sehr erleichtert. Also die Kräfte schwinden jetzt an. Bin froh, wenn es jetzt ein Feierabendbierchen gibt. Ist gut gelaufen, Günther. Toll. Ciao, mein Lokal, dein Lokal hängt jetzt in Salzburg. Schön. Jetzt heißt es noch einmal volle Konzentration. Wie viele Punkte gebt ihr Günthers Cook and Wine? Ich gebe den Günther heute für sein Lokal Cook and Wine 8 Punkte. 8 Punkte. 8 Punkte. 7 Punkte. Ich ziehe 3 Punkte ab aufgrund der Vorspeise, dem Beef Tartar. Den zweiten Punkt für den Pinzgauer Bierkäse, wenn ich mir den bestelle, dann erwarte ich einen richtig kräftigen, schmeckenden Käse. Und der dritte Punkt ist einfach aufgrund der Betriebswirtschaftlichkeit, was ich so nicht sehe. Mit 31 guten Punkten belegt das Cook and Wine vorerst Platz 2. Nach wie vor in Führung das St. Peter Stiftskulinarium. Morgen sind wir im Smørrebrød. Ob die Küche Skandinaviens auch den Salzburgern schmeckt? Die Besonderheit ist, dass wir am Ende vom Tag ein Produkt abliefern, das reine Qualität ist. Aber auch handwerklich sollte natürlich alles passen. Es war für mich zu wenig geschmackvoll. Es schmeckt auch sehr trocken. Na ja, ein paar Eckdaten sind dann schon schiefgelaufen, ne? Für Stefanis Küchenchef geht es um die Ehre.